Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Es ist endlich soweit. Wir sind beim Finale von Ahsoka angekommen. Folge 8. Die Jedi, die Hexe und der Kriegsherr. Ich bin der Kriegsherr. Du bist der Kriegsherr. An dieser Stelle Spoilerwarnung. Ich bin die Hexe. An dieser Stelle Spoilerwarnung und ja, was ein Finale. Das also, war so geil. Unglaublich, unglaublich. Freunde, wir waren wirklich, wirklich sehr zufrieden mit dieser Folge. Es gibt ja geteilte Meinungen, ein bisschen zumindest im Internet, aber unserer Meinung nach war das eine 10 von 10. Ja, es war eine grandiose Folge. Fangen wir also direkt an mit der Folgenbesprechung. Und wir sind wieder bei der Ausgangslage der letzten Folge. Thrawn und Elsbeth, die wissen, dass die Jedi nicht unterschätzt werden dürfen. Ne? Thrawn hat schon mal einen Fehler begangen. Er hat gedacht, dass Ezra bzw. dass die Jedi nicht ihn bezwingen können. Diesen Fehler will er nicht nochmal machen. Also schickt er direkt 2 TIE-Jäger zu deren Position. Er kriegt die Information von Captain Enoch. Und an der Stelle kommt oder passiert etwas wirklich Besonderes. Ja. Denn die 3 großen Mütter sind sehr stolz auf Elsbeth. Sehr, sehr coole Szene. Sehr, sehr coole Szene. Sie nutzten ihre dunkle Magie, um sie stärker zu machen. Ähnlich wie wir es schon das erste Mal ja, in auch Clone Wars gesehen haben. Und ja. Da sieht man einfach dieses enorme Potenzial. Ihre Augen brennen grün aus. Man denkt so, was passiert jetzt? Stirbt sie? Oder nee, sie wird noch mächtiger. Hat jetzt auch so schwarze Augen wie die Mütter selbst. Genau. Ziemlich, ziemlich coole Szene. Und damit natürlich auch eine extrem große Konkurrenz jetzt zu Ahsoka der Weißen. Also sie erlebt quasi auch ihre Wiedergeburt und wird zu einer Art Schatten. Und Ahsoka, die ja auch vor einigen Folgen schon zur Weißen wurden. Es ist einfach schön, diese Gegensätze zu sehen. Es macht einfach Spaß. Sie bekommen natürlich dazu noch das Schwert von Talzin. Wir haben bereits in Mandalorian Staffel 2 gesehen, dass sie doch schon ganz gut umgehen kann mit solchen, mit dem Speer. Oh, aus Beskar. Ja. Ja. Hier ist dem Schwert von Talzin, was natürlich auch gegen Lichtschwerter funktioniert. Und ah, das sah einfach so geil aus. Also alles an dieser Folge war genial, vor allem von der Story her. Ja. Es ist getränkt in dunkler Magie, grüne Flammen. Man merkt einfach, das ist Witch, ne? The Witches. Das ist einfach genial. Ja. Also währenddessen, parallel dazu, baut auch Ezra seine Waffe wieder auf. Mhm. Also er verlässt sich doch nicht nur auf die Macht, sondern baut sein Lichtschwert auf. Blauer Kristall, nicht grün, wie es in Rebels war, passt ganz gut. Mhm. Man merkt, das Aufbauen funktioniert nicht ganz so, wie es in Clone Wars funktioniert, dass sie es irgendwie mit der Macht umherschwingen. Nein, es ist ein bisschen konservativer, ein bisschen altertümlicher, ein bisschen mehr wie in Jedi Survivor. Und das ist auch ein cooler Querverweis einfach, dass man es gesehen hat. Hu Yang, der natürlich ultra alt ist, wie er jetzt auch nochmal bewiesen hat, hat extra einen Teil für Kanan und Jarrus damals zurückgehalten, dass diesmal Ezra zuteil wird. Denn er hat auch Kanan und Jarrus das Lichtschwertbauen beigebracht. Also ihm ist viel, viel Einleuchtung gekommen, als er gemerkt hat, wer Ezra ist und woher er kommt. Das hat uns auch sehr, sehr cool gefallen. Ja, es ist alles einfach schön, weil es ist eine Kombination aus Clone Wars, es ist eine Kombination aus Rebels, es ist einfach genial. Und it binds the galaxy together. It binds everywhere. Das ist wirklich genial. Man hat diese Meister-Schüler-Beziehung, aber nicht nur bei Ezra und Kanan, sondern auch bei Sabine und Ahsoka. Und das merkt man. Es ist einfach schön. Und wir erklären jetzt erstmalig auch, warum Ahsoka Sabine verlassen hat. Denn der Grund dafür ist relativ einleuchtend. Sie hatten Sorge um die dunkle Seite. Das Imperium hat Sabines Volk, die Mandalorianer, komplett massakriert. Wir erkennen es ja aus The Mandalorian, was da alles passiert ist. Und Ahsoka hatte einfach die Angst, dass sie jetzt diesen Ruhepol nicht mehr hat und dass das quasi dann diesen Hass entfesselt. Ganz genau. Und von diesem Punkt geht es tatsächlich auch mit den beiden weiter und Ahsoka zeigt ihr Verständnis für Sabine, warum sie sich dafür entschieden hat, da mit Thrawn mitzugehen und wie das jetzt alles passiert ist. Und das war auch, glaube ich, eine schöne Szene zu sehen, dass sie ihr auch dann nochmal zeigt, dass sie zu ihr steht. Genauso wie es ihr Meister mit ihr getan hat. Auch eine Anspielung an Staffel 5, wo Ahsoka den Jedi-Orden verlassen hat. Genial. Denn Anakin hat ja bis zuletzt versucht, auch wenn alle gegen sie waren. Der ganze Jedi-Rat. Plo Koon, Obi-Wan, Mace Windu, klar, es gab welche. Mundi, natürlich wichtig. Aber Anakin hat zu ihr gestanden und genauso steht sie eben auch zu Sabine. Und das wird später auch nochmal wichtig. Mhm. Da erklärt sie ja auch nochmal, dass die Macht deutlich wichtiger ist als nur ein Lichtschwert und dass sie eben ihren Geist stärken soll. Ne? Extrem geil. Das ist auch cool, ja, weil es eben nochmal zeigt, dass die Jedi mehr sind als nur diese Waffe, auch wenn die Waffe deren Leben ist, wie Obi-Wan sagt. Ein bisschen gegensätzlich fast schon. Ja, genau. Dann kommt schon auch der Angriff der 2 TIE-Jäger. Die kommen jetzt endlich an. Und ich finde es cool, dass man wieder die Details sieht. Sogar die TIE-Piloten haben diese rissigen, besonderen Helme. Schaffen es auch, den T6-Shuttle so krass zu beschädigen, dass das Ding fast abstürzt. Hat vermutlich kein Schild angehabt, ne? Genau, richtig. Die waren ja jetzt gerade am Rumtuckern, haben jetzt nicht damit gerechnet. Ja. Genau. Like a Banter. Like a Banter, ganz genau. Und Ahsoka und Ezra halten das Ding dann mit der Macht, bis Sabine dann
einmal mit einem letzten Schub die beiden auslöscht. Das Schiff stürzt ab und die Endsituation ist gut. Ahsoka, Ezra und Sabine müssen jetzt dahin reiten. Hu Yang bleibt mit seinen Kollegen zurück und sie müssen Thrawn aufhalten. Ich finde, Hu Yang und die Krabben, Kröten, was auch immer, das sind, geben eine gute Kombination. Oh, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Indes passiert dann etwas ganz Großartiges. Etwas, was man schon vermutet hat. Es bilden sich freiwillige Stormtrooper. Die Stormtrooper, die aktuell noch keine Untoten sind. Aber das kommt dann ja später und das ist natürlich krass. Eine Zombie-Armee. Also dieses ganze Star Wars Stormtrooper-Zombie-Thema ist so alt wie Star Wars selbst gefühlt. Es gibt schon Comics, die sind steinalt, wo Zombie-Stormtrooper existieren. Und jetzt gibt es es erstmalig jetzt im Schwester-der-Nacht-Format. Ist das geil? Es ist einfach es ist geil. Es passt. Es ist irgendwie, es ist einfach wunderbar. Wir haben in Clone Wars das erste Mal gesehen, wo dieses kleine Viech auf Dathomir, was mir die Mutter teilt, dieses Viech, das so beschworen hat und auch Dooku vernichtet hat und Grievous und ach was nicht alles. Ne? Was interessant ist zum Thema Großadmiral Thrawn, er hat nicht dieses Interesse, sein Thrawn-Imperium aufzubauen oder sowas, sondern es ist tatsächlich so, dass er immer noch diesem größeren Zweck dient. Man hat fast noch das Gefühl, er dient dem Imperator. Ganz Imperator klar. Ist ja tot. So richtig tot war er ja nie. Jetzt müsste er eigentlich diese Musik einspielen wie in Episode 9. Irgendwie ist er zurückgekehrt. Ja, genau. Keine Ahnung, was Thrawn vorhat. Wir sind auf jeden Fall überzeugt, sein Plan steht. Er hat irgendeinen riesigen... Ja, ich glaube, seine Intention will er noch nicht ganz klar machen. Nein, aber das macht es ja auch so cool, weil Thrawn ist auf jeden Fall schlauer, als wir es sind. Und das wird er hoffentlich noch unter Beweis stellen, denn in dieser Staffel ist es noch nicht ganz so rausgekommen. Ja. Hu Yang und die Krabben, habe ich ja gerade schon mal gesagt, bilden ein gutes Team, Schiff und so. Was auch noch interessant ist, das war ja auch so ein großes Rätsel, wie Thrawn und die Nachtschwestern überhaupt diesen Bund geschlossen haben. Mhm. Das erzählt uns Ezra ganz beiläufig. Er hat die Nachtschwestern wiedererweckt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, extrem spannendes Thema, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Thrawn kam auf den Planeten an, Peridia. Die Nachtschwestern wurden dann wiedererweckt, deswegen sind sie ihm auch zu Diensten. Deswegen gibt es überhaupt diese Allianz und es ergibt absolut Sinn. Das ist total toll. Ja. Thrawn bombardiert da noch ein bisschen rum. Genau, typisch für ihn. Star Wars Rebels haben wir auch schon gesehen, wo die Rebellenbasis mit dem Schutzschild bombardiert. Das ist natürlich klar. Er setzt generell mehr auf Truppenstärke und weniger auf Strategie und will einfach nur Zeit gewinnen und brennt deswegen Truppen rein. Aber ich glaube, das ist alles schon, hoffentlich hat es seine Richtigkeit. Genau, dieser Frontalangriff gelingt. Ne? Sabine nutzt erstmalig die Macht. Das ist noch so ein Punkt, das ist der einzige Kritikpunkt. Da kann man es noch nicht so erkennen, weil sie das Tor aufhält und das ja auch gebündelte Kräfte sind. Nur am Ende wird es dann doch nochmal ein bisschen durcheskaliert. Da wird es nochmal ein bisschen, deutlich stärker gezeigt. Genau. Ja, und so schnell wie das auch war, dass sie da reingekommen sind, das Bombardement, dann fängt auch schon dieser Kampf an gegen die Stormtrooper, die sie ja eigentlich ziemlich gut bezwingen. Mhm. Ahsoka wirkt ein bisschen langsam mit ihren Lichtschwertern. Ja. Das ist uns aufgefallen, so Ezra wie sie das... Es war aber richtig krass. Der ist auch noch wirklich energetisch und geht da rein und macht und so. Es war wirklich cool zu sehen. Und kaum haben sie besiegt, sieht man, wie diese drei Mütter die Energie, diese dunkle Magie... Das war schon geil, wie so Schamanen. Ne? Ja, genau. Und dann kommt schon diese Zombie-Armee. Richtig, richtig krass, das dann auch zu sehen. Also wie gesagt, wir haben ja schon von drüber gesprochen. Es verbindet halt wirklich Clone Wars und dieses Live-Action. Das ist einfach genial. Und Thrawn erfährt in dieser Zeit natürlich vom Sieg der Jedi. Mhm. Und Elsbeth entscheidet sich dann quasi freiwillig for the greater cause. Ja. Da zu bleiben. Bitte blende ihn ein. Ja, ich war's. No, you have been loyal to a greater cause. Da zu bleiben und sie aufzuhalten. Und ich find's witzig, Thrawn sagt für das Imperium und als er dann weggeht, sagt sie dann nochmal für Dathomir. Da sieht man auch nochmal, warum Elsbeth das vielleicht tut, ne? Ihre Intention. Mhm. Vielleicht ein bisschen wird ja am Ende auch klar. Die fliegen ja davon. Stimmt, genau. Sie hat dann sogar zur Hilfe von zwei Zombie-Death-Troopern, wortwörtlich Todestruppler an dieser Stelle. Das ist Todestruppler. Wortwörtlich. Die sind dann auch noch bereit. Ja, Ahsoka steht dann Elsbeth gegenüber. Der Kampf findet dann, also da findet dann statt. Und die beiden, Sabine und Ezra, gehen weiter und müssen sich dann den Death-Troopern mit der Klinge von Talzin, ne? Ob Mutter Talzin damit gemeint ist, vermutlich ja. Vermutlich. Ziemlich cool. Und diese Kampfchoreografie, wir haben es ja schon mal, sie hatten ja schon mal, sie mieten quasi again, ne? Ja, genau. Jetzt zum finalen Kampf und das war natürlich Ahsoka, die Weiße gegen Elsbeth, die Schwarze, keine Ahnung, wie man es jetzt nennt, der Schatten mit den schwarzen Augen auch so. Choreografie hat gesessen, es war richtig, richtig geil. Es war anders, es war nicht dieser Prequel-Style, es war halt dieses Schwestern der Nacht-Ding, es war einfach gut und das hat man gemerkt. Angelehnt ist so genau. Japanisch. Ne? Auch Samurai ähnlich, wie du schon sagtest, jetzt gerade auch mit Elsbeth, die diese Klinge hatte, es war einfach
cool. Mhm. Währenddessen macht Thrawn schon keine halben Sachen. Der Donut ist auf jeden Fall bereit jetzt und befiehlt den Abflug. Er ist richtig schnell. Sieht man später. Super schnell. Da kommt selbst das Schiff kaum hinter der T6. Ja, ne? Ja, ja. Gibt einen schwierigen Kampf zwischen für Ezra und Sabine. Die Death Troopers sind dieses Mal, wie du schon gerade sagtest, wirklich übel. Dann passiert natürlich eine Sache und das ist natürlich jetzt so ein Ding, da müssen wir ein bisschen, da ziehen sich die Augen ein bisschen zusammen, die Falten kommen raus. Ja. Sabine nutzt die Macht. Hat sich ja angedeutet über die ganze Staffel hinweg. Ne? Aber dann auch direkt in Gänze, ne? Also da haben sie dann gesagt, jetzt hat sie irgendwie, es ist einmal hat es geklappt und jetzt, ne, und dann später auch noch mit dem Schubsen so. In Rebels hatte sie halt nicht den. Ja, es ist das sehr, sie kann es jetzt auch. Also sie ist auf Abruf. Das finde ich kritisch. Mhm. Naja, letzten Endes, der große Machtsprung kommt. Sabine hält Ezra. Es hat den Moment im Grunde nicht kaputt gemacht. Nein, ne? Nein, nein. Ja. Vor allem für Leute, die jetzt mit der Serie quasi den Cast vorgestellt bekommen, funktioniert das. Für Leute, die von Rebels kommen, wie wir, es ist schwierig gerade zu verdauen, weil wir einfach 4 Staffeln Sabine ohne Macht gesehen haben. Richtig. Aber die 15 Jahre Training haben sich ausgezahlt und in dieser kritischen Situation hat sie es dann hingekriegt. Mhm. Ja, ja. Und ich denke auch, dass Sabine hier, also als dieser Machtsprung, ja, ne, als dieser Machtsprung kommt, wie in Rebels, Ezra geht dann dahin, sieht sie die problematische Situation von Ahsoka und jetzt kommt der Callback zu gerade eben. Mhm. Sie entscheidet sich für die, ne, Schülermeisterin, sie bleiben zusammen. Das, was Ahsoka, sie hat zu ihr gehalten und Sabine hält an der Stelle zu Ahsoka und hilft ihr im Kampf gegen Erzwerfer und die Stormtrooper. Sie kümmert sich dann eher um die Stormtrooper und Ahsoka ja, schafft es dann, Erzwerf zu bezwingen. Oh, das war aber auch ein krasser Moment. Ein absolut mit krasser mit Moment. Mit dem Dolch, also mit dem... Genau, mit beiden ja, gleichzeitig. Und ich denke, für uns hat Elsbeth auch also wirklich einer der coolsten Kämpfer oder beziehungsweise auch mit den Choreografien einer der coolsten Aspekte dieser Serie. Man hat sie ja schon vorher kämpfen gesehen, aber das war einfach wirklich genial. Unglaublich spannende Sequenzen. Man weiß nicht, was passiert. Schaffen sie es jetzt dahin? Es passiert so, als ne, Thrawn flieht. Die springen dann zu Hu Yang auf das T6-Shuttle, dann bombardiert Thrawn die Festung, damit die ja nicht irgendwie, falls sie zurückbleiben, er wusste ja seine Pläne. Er versucht gründlich zu sein. Er versucht gründlich und wirklich alles auszuradieren. Auch erneut for the greater cause, seine Stormtroopers sterben an der Stelle. Ne? Ja. Dann funkt er sie sogar an und genießt es und verabschiedet sich sogar nochmal bei es ist halt, Thrawn. Es ist Thrawn. Er hätte sie gern persönlich gesehen. So dieses, er hat dieses, er ist ein Schurke, aber er ist so dieses Seriöse und er hat Anstand. Mhm. Er pflegt einen guten Kontakt. Also ihm geht's nicht, er ist nicht dieses Dreckige, dieses... Genau, er ist richtig. Einfach, er ist einfach geil. Und er fragt sie dann natürlich auch, wie ähnlich sie denn tatsächlich zu Anakin ist. Ne? Weil er kennt ja Anakin. Er hat das irgendwie aus den Archiven. Weiß nicht, ob er persönlich haben die persönlich... Er kann sich, ja. Die er kann sich persönlich anscheinend und verwendet dann eine Vokabel Ronan. Mhm. Sie muss irgendwie dort bleiben. Also und als dieser Ronan, ne? Genau, als dieser Ronan und Ronan kommt, das wussten wir auch nicht. Ich wusste es zumindest nicht. Aus dem Japanischen. Genau, bedeutet umherwandernde, herrenlose Samurai. Was Ahsoka ja war, aber nicht mehr ist. Und das ist der Punkt. Er hat ja diese ganze, dieses weiße Mortis wiederbelebt, Reinkarnation. Das hat er alles nicht mitbekommen. Deswegen er ist nicht so ganz up to date. Sie entschied sich ja zu leben und das ist, was, ist eigentlich was, was wirklich cool ist. Thrawn flieht. Hyperraum Donut war zu schnell, konnten es nicht mehr schaffen. Bumm. Und sie bleiben an den Dorfbewohnern. Währenddessen Shin schließt sich den Plünderern an. Mhm. Muss man sich jetzt, ne? Das muss so ein bisschen, das steht so ein bisschen offen, wo es jetzt. Wo es jetzt hingeht mit ihr, fühlt sich so ein bisschen schwebe. Also keine Ahnung. Baylan Skoll. Ein wichtiges Thema an der Stelle nochmal. Total schade. Ray Stevenson hat eine Top-Performance abgelegt. Kann man wirklich sagen, die ganze Staffel. Es ist total traurig, dass dieser Schauspieler von uns gegangen ist. Jetzt vor allem auch nochmal wegen der Ahsoka-Rolle. Der muss recastet werden. Wo ist er? Er ist an einem riesigen, einer riesigen Felsformation. Hinten im Hintergrund sieht man den, ein Gesicht in einen Fels eingemeißelt. Keine Ahnung, 2, um genau zu sein. Aber vor allem den Vater. Die Clone Wars nicht gesehen haben, die Rebels nicht gesehen haben. Kleines Update. Der Vater ist der eine, das ist durch ihn fließt die Macht, er ist der Wächter der Macht, absolut wichtiger, essentieller Charakter und ich sag euch, dieses Ende, wir sagen euch, dieses Ende hat so viel Bedeutung. Morgen dazu im Video mehr, es ist total faszinierend, richtig genial. Ja. Es würde jetzt einen riesigen Bogen erfordern, das euch zu erklären, aber wir sagen euch, das hat eine enorme Bedeutung, Wächter der Macht und es scheint, als hat dieser Planet das damit zu tun. Also diese World Between Worlds, die wir in Folge 5 schon gesehen haben, das hat alles, das kommt jetzt alles aufeinander, alles mit diesem Planeten. Mhm. Und jetzt wissen wir auch, was Baylan überhaupt tun will. Ne? Vielleicht wurde er auch gerufen, im Hintergrund die Tochter, die eigentlich dazu zählt, ist ja zerstört. Also das ist diese Felsformation, genau, das symbolisiert dieses Ungleichgewicht, was da ein bisschen besteht. Baylan hat wirklich eine krasse Mission und deswegen sind wir uns auch relativ sicher, dieser Schauspieler muss gerecastet werden. Er ist so integraler Bestandteil der Story.
da führt nichts dran vorbei. Das ist wahr. Genau, man sieht ja noch die Murray, ne? Also den kleinen... Ach, scheiße, habe ich vergessen. Die kleine Eule. Ja, genau. Die ist natürlich auch noch da mit Ahsoka. Sie ist ja Teil von ihr. Also auch cool, dass sie das da ist. Das Überbleibsel der Tochter, ne? Das Überbleibsel der Tochter, genau. Also wie gesagt, dazu morgen alles im Detail. Aber ja, ich denke, wir sind also wirklich dankbar dafür, dass Ray Stevenson den Charakter, also diese Legacy jetzt für Bail und Skull aufgebaut hat. Und ja, genau. Was, jetzt stellt sich natürlich die Frage, Thrawn ist dann bei Dathomir, ne? Sie sind da jetzt hingeflogen mit den drei größten Müttern. Die sind auch sehr zufrieden. Und die haben ja jetzt wirklich was von der Festung verlassen. Was genau ist das? Sind das Schwestern in der Nacht? Sind das Untote? Gräber? Gräber, genau. Sie werden da irgendwas wieder erwecken. Sein neues Imperium dann wahrscheinlich mit Hilfe der Schwestern in der Nacht, der dunklen Magie. Also richtig, richtig krasse Situation. Richtig, ne? Gruselig auch. Und das Zorn so auch von diesem Gruselaspekt herkommt, hat man in Rebels gar nicht gesehen. Genau, ja. Und Ezra schafft es natürlich indes in dieser Zwischenzeit, Balans Schiff zu klauen, was noch bei Thrawns Sternzerstörer war. Krass, den Stormtrooper hat er angezogen und fliegt zurück. Klassiker, Rebels wieder. Klassiker. Oder generell Episode 4 ja auch. Ne? Stimmt, ja genau. Immer abhauen und auch schön zu sehen, dass Chopper ihn dann auch sogar vorher entdeckt. Also er erkennt ja, fährt ja dann dahin. Das ist so schön. Also ja. Es war auch für mich der Tränenmoment so ein bisschen kurz davor. Ja. Einfach zu sehen, dass Hera, die ja auch ihren Rang alles riskiert hat für ihn. Ja, jetzt, genau. Ich hätte schon wieder so. Ja, das war einfach schön gewesen. Das war extrem schön, diese Zusammenkunft zu sehen. Und ja, ich denke, das auch, also auch schön zu sehen, dass trotz der Niederlage Ahsoka sehr zuversichtlich bleibt. Sie sagt zu Sabine, jeder ist da, wo er sein muss. Ezra musste zurück und die sind jetzt auch da, wo sie sein müssen, damit aber zuversichtlich sein und weitermachen. Ne? Fand ich sehr, sehr cool. Währenddessen schaut dann Sabine dann irgendwann in die Ferne, so ein bisschen heldenmäßig. Hatte irgendwie so ein komisches Gefühl. Also man merkt auch wieder hier die Macht. Vielleicht ist es auch nur der Ort. Vielleicht hat sie auch nur an diesem Ort die Macht, weil die Macht an diesem Ort so stark ist. Könnte natürlich auch sein, als Theorie jetzt, keine Ahnung. Genau, aber sie blickt in die Ferne und dann blickt auch Ahsoka in die Ferne. Und am Ende erkennen wir natürlich. Und es war wieder so ein Moment, wo wir dachten, ach, Dave. Er weiß es. Du musst, es ist noch so. Der macht es, ist typisch. Du musst es so einen draufsetzen. Man sieht natürlich nochmal, meine Güte, ist das ein Traum. In drei Folgen haben wir ihn jetzt gesehen. Vier. Nochmal Anakin Skywalker. Das war doch schön. Als Machtgeist, nicht in der World Between Worlds, nicht im Gehirngespinst von Ahsoka oder was es letztendlich war. Nee, wirklich auf, wie heißt der bei Peridea? Peridea. Anakin Skywalkers Machtgeist, der anscheinend auch zufrieden sein scheint, oder? Ja. Ich weiß nicht. Also, er scheint sehr glücklich mit ihr zu sein. Sie hat sich fürs Leben entschieden nach der ganzen Entwicklung, ne? Grandios für ihn und für Ahsoka und für uns als Fans, diese Folge bzw. diese Staffel so zu sehen. Also man muss sagen, Ahsoka greift wirklich jetzt an einem Punkt an. Es geht wirklich jetzt an die Ursprünge der Macht. Ne? Die Schwestern der Nacht kommen von diesem Planeten. Die Mortis-Götter scheinen was damit zu tun zu haben. Anakin als Auserwählte scheint eine sehr, sehr starke Präsenz auch vor Ort zu haben. Sabine hat die Macht gefunden. Das ist so essentiell für Star Wars jetzt, das kann man gar nicht vorstellen. Also für die Leute, die es bisher noch nicht gesehen haben, guckt euch Ahsoka Staffel 1 an, es war großartig. Nächste Woche gibt es nochmal einen Recap für die gesamte Serie, wo wir nochmal über alles reden und alles nochmal einordnen, aber das war's jetzt erstmal für die letzte Folge. Ganz genau. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, es war großartig und die beste Star Wars Serie für uns im Live-Action. Absolut. Dankeschön, dass ihr dabei wart und guckt auch die anderen Videos, macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.